Die haben gerade ein Video reingeschickt. Warte mal. Kleine Storytime nochmal eben. Und zwar hat gerade jemand versucht, meine Gucci-Cap abzuziehen, okay? So, ich muss dazu sagen, ich habe einen Waffenschein. Ich bin auch fast mal Kriminalpolizist geworden, also Kripo-Beamter. Ging nur nicht, weil ich mal ganz früher Kreditkartenbetrug gemacht habe. Ist eine andere Geschichte, kann ich euch mal erzählen. So, ich dann hol die 9 Milli raus, halt so neben das Ohr von dem Typen, drück ab, ne? Schuss ging natürlich ins Leere, ich will auch niemanden verletzen. Was? So, was? Ich dann hol die 9 Milli raus. Was? Was? Was, Junge? Halt so neben das Ohr von dem Typen, drück ab, ne? Schuss ging natürlich ins Leere, ich will auch niemanden verletzen. Aber sein Trommelfell ist geplatzt. Krankenwagen, alles so, der ist jetzt im Krankenhaus, Notaufnahme, alles. Was, Alter? Yo, Moment mal, nein, das ist nicht wahr. Yo, Olli hat ein, nein, du kannst, ey, was? Yo, Olli hat einen Waffenschein und hat eine 9mm Pistole. So eine Heckler und Koch oder eine Glock oder sowas, das wäre eine 9mm Pistole. Der wird doch keine Waffe haben, Alter. Der hat doch kein, nein, hat er nicht. Der hat keine Waffe. Leute, Alter. Und wenn der mit einer Waffe, Schuss ging ins Leere. Wenn der mit der Waffe neben einem einfach am Ohr, oh, Digga, der hat Bewährungsauflagen, Malaka. Der Typ, Junge. Erstmal darf man in Deutschland keine Waffe mit sich tragen. Man darf nicht eine Waffe einfach mit sich tragen. Darf man nicht. Und dann kannst du auch nicht einfach, wenn jemand deine Gucci-Cap klauen will, neben seinem Trommelfell eine Waffe abfeuern, weil das gefährliche Körperverletzung ist, die fahrlässige Tötung zur Folge haben könnte. Du könntest den Typen damit umbringen, Junge. Alter, das ist doch... Ist doch krank, Junge. Ist doch geil. Wie kann man denn so dumm sein und sowas behaupten? Und wenn ja Olli jetzt wieder nach Hause kommen möchte mit einer 9mm Pistole, dann bin ich mal gespannt. Bitte tu es nicht, Olli. Wenn du eine Waffe hast, lass mich in Ruhe, Alter. Aber Leute, der hat Bewährungsauflagen, der Boy. Der kann nicht in Deutschland einfach eine Waffe... Man kann keine 9mm Waffe... Klar kann man in Deutschland eine 9mm Waffe mit sich tragen. Aber mit der Waffenschein ist jetzt nicht... zwangsläufig dafür die Legitimation. Ja, ich habe einen Waffenschein, also kann ich jetzt auch hier meine 9mm Pistole einfach abfeuern in der Innenstadt. Bullshit, Alter. Wirklich, wirklich Bullshit. Schau, weil mit dem kleinen Waffenschein ist unbefristet und man kann nicht abgenommen werden. Doch, mit dem kleinen Waffenschein darfst du eine Waffe mit dir tragen. Ja, Bro, weiß sie. Aber der kleine Waffenschein umfasst keine 9mm. Der kleine Waffenschein sind Schreckschusspistolen. Ich glaube, Elektroschocker noch, irgendwas und sowas. Also es sind Schreckschuss- und Luftgewehrwaffen. Es gibt keinen Waffenschein in Deutschland, wo du eine 9mm Waffe als Privatperson mit dir tragen darfst. Das gibt es nicht, Alter. Das gibt es nicht. Also und abfeuern sowieso nicht. Eben, der Typ hat mit einer Waffe, laut Story, an dem Kopf von dem anders rumgeballert. Junge! Der ist doch schizophren, tut mir leid, da ist doch irgendeine Wahrnehmungsstörung, Alter. Weil ihm jemand die Gucci-Cap klauen wollte, hat er seine 9mm Waffe raus... Alter, ich raste ja noch aus, Junge. Jo, Olli darf das, ja, Digga, der Waffenschein kommt von allein, oder was? Junge, Alter, ja, Junge, warte, was ist hier? Doch, man darf eine Waffe, komm, Discord und ich erklär's dir. Ich glaube, okay, warte, okay. Wir sind jetzt auf dem Level. Okay, wartet ganz kurz, Leute. Ich möchte jetzt ganz kurz mal gucken. Wir googeln jetzt. Darf ich in Deutsch, oder was? Ich habe vergessen, wie man Deutschland schreibt. Deutschland, eine 9mm Waffe mit mir tragen. Please, BKA, verfolgt mich nicht. Ich will das nur wissen. Regeln zum Besitz und Schwimmen von Schusswaffen. So, gucken wir mal ganz kurz. Die Waffenbesitzkarte. Ja, hier. 18 Jahre, Waffen, das ist super persönlich geeignet. Hier prüft die Würde, in welcher geistig körperlichen Lage ist. Genau, ein Herz und Nieren, straffrei geführtes Leben. Yo, Olli wird doch seinen Waffenschein nach dem, er hat doch schon, also ich meine, dem waffenrechtliches Bedürfnis nach. Es gibt in Deutschland kein allgemeines Recht auf eben. Ja, wo ist denn Yo, Ollis Recht auf eine Waffe? Haftpflichtversicherung, bla bla bla. Kleinen Waffenschein, genau, der kleine Waffenschein, normalen kleinen Waffenschein. Der kleine Waffenschein sind nur zu führen von Reiz- und Signalstoff, also Schreckschusswaffen, also Pfefferspray und sowas. Nicht, aber halt so eine Schreckschusspistole, so. Um eine...
Waffe in der Öffentlichkeit abzufeuern ist trotz Waffenschein und Waffenbesitzkarte verboten. Ja, Bro. Schreckschusspistolen an Silvester. Hier brauchst du eine Schießerlaubnis. Anders verhält es sich an einer Notwehrsituation. Verteidigt, handelt nicht rechtswidrig. Eine Notwehrsituation ist ja nicht, wenn mir jemand die Gucci-Cap klauen will, oder? Da will ich ja, da schieße ich ja nicht mit. Also, darf man die denn bei sich tragen? Darf ich eine Waffe einfach mit mir tragen? Das ist halt die Frage. Darf der das? Darf Jo Olli eine Waffe mit sich tragen? Wenn ja, dann sind wir alle verloren, Leute. Erwerben ist eine Sache, kleine Waffenschein. Ich will wissen, ob man eine Waffe mit sich tragen darf. Ja, aber nicht sichtbar. Glaube ich auch nicht. Schrecklos Waffen, ja. Aber eine richtige Waffe nicht, oder? Ich glaube nicht. Ich glaube, man darf. Darf ich in Deutschland meine Cousine heiraten, was? Okay, reden wir nicht drüber. Darf ich in Deutschland eine Waffe tragen? Besitzen und mitführen. So, schauen wir mal, was das BGB sagt. Blablabla. Mit großen Waffenscheinen. Personenbeschränkungen Voraussetzungen erfüllen. Erlaubnis. Okay, wo steht denn das? Okay, Waffen kaufen, kleinen Waffenschein. Ja, besitzen, okay. Ja. Diese Personen müssen alles voraussetzen. Okay, aber die Zustände, kann eine Waffe ziehen, beim kleinen Waffenschein gilt, wer alkoholisiert und blablabla, beim großen Waffenschein, füllt jemand streng vor, fällt doch die Erlaubnis zum Tragen einer Schutzwaffe. Aber ich will wissen, kann ich die im Alltag, ich kann doch nicht im Alltag einfach eine Waffe in Deutschland mitführen, oder? Das ist doch, oder, nee, darf man nicht, doch mit Schein. Nur mit Sondergenehmigung, das dachte ich mir nämlich. Ich dachte nämlich nicht, dass sobald ich einen Waffenschein habe, dass ich einfach meine Waffe mittragen darf, das kann ich ja nicht. Konkreter Bewachungsauftrag erforderlich. Aha. Ich brauche also eine Sondergenehmigung. Um eine Waffe in Deutschland mit mir führen zu können. Waffenschein berechtigt dazu, die Waffe in der Öffentlichkeit tragen. Okay. Aha, okay. 1 Million Euro Haftpflichtversicherung muss er also haben. Okay. Aber auch nur, okay, die wird aber nicht pauschal erteilt, sondern nur mit Sondergenehmigung. Also doch, als Privatperson darf ich in Deutschland keine Waffe mit mir tragen. Gut. Jo Olli, Grüße gehen raus an der Stelle an dich. Ich hoffe einfach, dass du keine Waffe mit dir geführt hast und keine 9mm Waffe neben dem Ohr eines anderen Menschen abgefeuert hast. Als Polizist natürlich darf ich deine Waffe mit mir tragen, ihr Deppen, Alter. Aber sonst ist das nicht erlaubt, nein. Junge. Wenn sie niemand mit dir sieht, eine Schreckschusswaffe. Wir reden aber gerade von einer 9 Milli, wie ihr hier sagt, Leute. Das ist ja nicht real. Also der kann ja nicht einfach mit einer Waffe. Nee, Leute, das passiert nicht. So.